Hey Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wieso ich zwei Uhren am Arm trage. Dieses unfassbar spannende Geheimnis erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Viel Spaß! So, wieso trage ich zwei Uhren? Ist eigentlich ein ziemlich großes Geheimnis. Im letzten Video, wo ich hier auf der Couch gesessen bin, hat ein Zuschauer kommentiert, ich solle doch bitte die Uhr auf dem anderen Arm tragen. Und man würde als Zuschauer sehen, wie die Uhr dann am Arm aussehen würde. Das mache ich jetzt. Die Uhr kennt ihr zwar schon, aber ich schaue, dass wenn ich jetzt hier auf der Couch sitze und eine Uhr vorstelle, ich die Uhr rechts trage. Das erklärt jetzt natürlich, wieso ich eine Uhr rechts trage. Aber der Grund, wieso ich jetzt eine links trage, ist ganz einfach, ich habe jetzt Platz für die Uhr, die ich euch vorstellen möchte. Das ist nämlich, denke ich, eine der coolsten Uhren für unter 500 Euro. Hattet ihr auch schon mal das Gefühl, ihr fahrt auf Urlaub und wisst nicht, welche Uhr ihr mitnehmen wollt, weil keine Uhr ist aus offensichtlichen Gründen keine Lösung. Und welche Uhr nehmt ihr jetzt mit? Ja, nehmt ihr eure allerliebste Lieblingsuhr mit, weil ihr die immer bei euch haben wollt? Ja, aber die könnte dann vielleicht auch zerkratzt werden oder die könnte beschädigt werden oder was auch immer. Oder ihr wollt vielleicht auch nicht eine allzu teure Uhr mitnehmen. Und da, denke ich, kommt das Teil ins Spiel. Das ist eine Uhr der Marke Spinnaker. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Die wurde mir auch von Spinnaker zur Verfügung gestellt, das sage ich von Anfang an. Aber anders als bei den anderen gesponserten Videos auf meinem Kanal, hat nicht Spinnaker mich kontaktiert, sondern ich habe Spinnaker kontaktiert und die waren so freundlich, mir eine Uhr zu schicken, dass ich sie euch zeigen kann, weil auf die Uhr hat mich aufmerksam gemacht der Konsti von dem Kanal Mr. B. Der hatte mir irgendwann mal so einen Wristshot von der Uhr geschickt und ich habe gesagt, hey, das Ding schaut mega cool aus, was ist das? Und dann hat er gesagt, ja, ist die Marke Spinnaker und so weiter, noch nie gehört. Habe ich gesagt, nein, noch nie gehört. Und ja, ich habe die angeschrieben, ich habe eine Uhr zum Review bekommen. Und ich zeige euch die, weil ich denke, das ist eine der coolsten Uhren für unter 500 Euro, weil das ist so eine perfekte Uhr, die ihr zum Sport mitnimmt, zum Urlaub mitnimmt, die aber auch nach was ausschaut, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin nicht so der Fan von Hommage-Uhren, zum Beispiel so eine Steinhardt oder so würde mich jetzt weniger reizen. Was ich an Spinnaker richtig cool finde, ist, dass sie eigenständige Designs haben. Zum Beispiel ein einfaches Detail bei dieser Uhr wäre der Stundenzeiger. Es ist nicht einfach nur ein gerade langweiliger Stundenzeiger, es ist auch nicht der Mercedes-Stundenzeiger, der von Rolex kopiert wäre oder von Tudor. Es wäre auch nicht der Snowflake-Zeiger, der halt von Tudor wäre. Es ist ein ganz eigenständiges Design. Es ist so eine Art Rechteck im Rechteck. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll, ihr seht es im Video. Das Modell, was ich hier für euch habe, heißt Bredner. Aber ganz ehrlich, ich merke mir die ganzen verschiedenen Namen nicht. Spinnaker hat viele verschiedene Modelle, ich glaube über 10 Stück. Die haben alle ihren eigenen Namen, Tersey, Bredner, keine Ahnung wie. Ist mir ehrlich gesagt auch egal, wie die heißen. Ich finde, die sehen aber alle richtig gut aus. Die haben wirklich Liebe ins Detail da reingesteckt und die Uhren sehen nach mehr aus, als sie sind. Spinnaker ist eine chinesische Marke. Ich glaube, die haben ihren Sitz in Hongkong und die verkaufen hauptsächlich über Instagram. Und die machen auch Instagram wahnsinnig gut. Und die stecken echt viel Liebe in diese Uhren rein. Und ich möchte einfach mal beginnen. Ich habe hier eben, wie gesagt, die Bredner. Vorab, ich habe direkt ein NATO-Band drauf gemacht, weil das mitgeschickte Stahlband hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich möchte mal anfangen mit den Zeigern. Die Bredner ist eine Taucheruhr durch und durch. Das sieht man natürlich. Und eine Taucheruhr sollte natürlich auch so gut wie möglich ablesbar sein. Die Bredner hat hier richtig dicke Indizes. Alle viereckig und alle mit Superluminova beschichtet. Du hast einen kleinen farblichen Akzent auf dem Sekundenzeiger, diesen kleinen orangen Kreis. Die Lünette ist intern, also du kannst sie mit der Krone auf 2 Uhr drehen. Das ist so ähnlich wie bei der Jaeger Polaris. Du kannst sie hier einfach drehen, das funktioniert für meinen Geschmack fast ein bisschen zu leicht. Das Ziffernblatt an sich hat so eine richtig coole Textur. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Das ist fast wie so, ich würde sagen, Gusseisen, wenn ihr wisst, was ich meine. Einfach wie so eine alte Kanonenkugel. Es hat so eine Art, ja, es ist einfach nicht glatt. Es ist so ein bisschen rau. Auf dem Arm, die Uhr trägt sich, sagen wir, ungefähr wie eine 41 mm. Sie wirkt ein bisschen größer, als man denkt, weil die Lünette im Glas drinnen ist und Lünette und Ziffernblatt zu einem ein bisschen verschmelzen. Somit wirkt das Ziffernblatt allgemein größer. Die Uhr ist halt relativ dick, das
muss euch klar sein. Allerdings, okay, wir reden hier auch von einer Taucheruhr, von einer Toolwatch und insofern finde ich es auch mega cool. Allgemein finde ich die Marke mega interessant, weil das ist endlich mal eine Uhr zum Einsteigerpreis für Uhrenliebhaber. Vielleicht hast du schon eine Submariner, vielleicht hast du schon eine Speedmaster, vielleicht hast du sogar schon eine Lange und Söhne oder eine Patek. Aber die Uhr kannst du dir trotzdem kaufen, weil sie sieht cool aus. Sie ist nicht günstig für die Leute, die, halt die einen Einstieg in die Welt der Luxusuhren wollen, sondern die Uhr ist eher eine günstige Ergänzung zu deiner Sammlung für mal nicht so gehobene Anlässe, für einen Urlaub, für einen Städtetrip, für keine Ahnung was, wo du einfach mal die mitnimmst und du trägst sie und sie macht Spaß und du musst dir nicht so große Sorgen um die Uhr machen. Der einzige Kritikpunkt, den ich an der Uhr hätte, ist, aber das ist halt auch normal oder ich denke, das meckern auf hohem Niveau, ich habe mich im Alltag relativ schnell satt gesehen an der Uhr, ehrlich gesagt. Sie gibt mir nicht so viel wie jetzt eine Submariner, weil bei einer Submariner, da schaue ich drauf, ich weiß, ich sage in den Videos oft, ich finde sie langweilig, das tue ich auch, aber bei einer Submariner oder lass es eine Daytona sein, siehst du drauf und die Uhr hat so viel Geschichte, sie hat so viel Design, die ganze Uhr ist eine Ikone. Sie hat viel zu bieten. Die Spinnaker hat ein sehr schönes Design, aber damit hört es eigentlich auf. Du kaufst die Uhr fürs Design. Das Werk ist nicht super besonders, die Uhr hat keine Geschichte, ist bei weitem keine Ikone, sie ist auch nicht super toll handgemacht oder super toll verarbeitet. Es ist wirklich nur das Design. Aber gut, dafür kostet sie unter Anführungszeichen nur 300 Euro. So, was mich jetzt aber interessieren würde, ist auch, wie ihr denn die Uhr findet. Gefällt sie euch nicht? Denkt ihr, ich rede einen Blödsinn? Oder findet ihr die auch cool? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ich würde mich sehr über Likes und Abos freuen, wie immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.